Hallo. Wer kommt denn da? Hier seid ihr also immer. Leander, guten Tag. Hallo. Aus Köpenick helfen. Möchtest du ein Bier? Ja, mit Alkohol bitte. Ja, natürlich, Christe. Leander, erzähl mal, was machst du gerade? Ich mache gerade in der guten alten Hausmann-Tradition einen Film, der in der DDR spielt. Und zwar unter Stasi-Leuten. Weil ich dachte irgendwie, dass darüber noch keiner eine Komödie gemacht hat, über diese Leute, über diese Stasi-Leute. Also neben der grausamen Seite haben sie natürlich auch durchaus sehr lustige Erscheinungsformen. Und ich erinnere mich aus meiner Zeit im Osten, dass wir über diese Leute wahnsinnig abgelästert und gelacht haben. Und ich finde, dass das ein bisschen zu kurz gekommen ist, ja, in der Rezeption, ja, der letzten Jahre. Da gebe ich dir recht. Da habe ich eine Sondereinheit erfunden, die LSD heißt und die in den Prenzlauer Berg in die Künstlerszene geschickt werden und selber Künstler werden müssen, um die da auszuspielen. Hast du deswegen das Bermuda-Dreieck gemacht? Lüchner, Stargardt, genau, Radunter? Genau, genau. LSD-Viertel. Ja, LSD-Viertel, ja. Können wir alle. Pullenwinkel und so weiter. Genau. Und da spielt der David Cross die Hauptrolle. Ach. Und der Henry Hübchen spielt wirklich in einer sensationellen Performance seinen Führungsoffizier. Du liegst du am Boden. Bei dir auch, was ich auch sehr, sehr schön fand, muss ich sagen, deine Theatersachen. Ich habe Anfang 2000 mal für die Berliner Festspiele gearbeitet. Da haben wir für dich Sommernachtstraum gemacht. Da haben wir, glaube ich, auch mitgespielt. War sehr, sehr schön. Und es war ja auch was Neues. Das war aber irgendwie aber war anders, war eine geile Zeit, weil die so, weil alle so neugierig waren. Und auch so, man hat sich auch nichts geschenkt. Auch diese, wie du schon sagtest, im Spiegelzelt, diese Ausraster. Ja. Man hat sich auch viel geprügelt und man war einfach neugierig aufeinander. Wer ist stärker? Das war sehr schön. Muss für dich auch eine super Zeit gewesen sein. Wahnsinn. Du warst ja Avantgarde. Kann man jetzt sagen? Ja. Du hast das Theater auf den Kopf gestellt? Es war eine super Zeit für mich und auch der Fall der Mauer und so, da war alles vom Timing perfekt. Ich war gerade so ein bisschen bekannt, aber als dann die Mauer fiel, ich hatte ja einen Ausreiseantrag seit über 3 Jahren und die Wende hat den dann ja aufgeholt. Und dann kam der Westen und dann begann die Karriere und dann habe ich angefangen, Geld zu verdienen. Das war herrlich. So, ich bin gleich ins große Fernseher gekauft. Ich bin ja auch ein ganz großer Fan von deinem Vater gewesen, von Edzard. Ich habe den mal erlebt beim Molière, beim Geizigen. Und der Typ hat wirklich zum Schluss fertig, kurz bevor er vorn fällt, hat er ja eine Tüte Bonbons in der Hand. Ich habe damals in der ersten Reihe gesessen. Der hatte wirklich diese Gummidinger, die Haribos hat er gehabt. Das war ja tiefster Osten. Ja. Aber er hatte eine Riesentüte Haribo. Und der Arsch, wisst ihr, hat er rausgegeben. Ich hatte die Hand auf und dann hat er die Hand zurückgezogen und hat das aufgegessen. Genau, weil er geizig war. Also finde ich gut. Mein Vater hatte ja Ecken und Kanten, kann man sagen. Und war auch ein Suchtmensch und war nicht immer einfach. Aber wir haben uns später so in der Erwachsenenzeit haben wir uns gefunden. Und ich habe ja dann mit ihm auch einen Film gemacht, in dem er die Hauptrolle gespielt hat, Dinosaurier. Und dann ist er kurz danach gestorben. Mhm. Aber das war eigentlich ein schöner Abschluss so zwischen Vater und Sohn. Mhm. Er war wahnsinnig witzig. Also er war ein unglaublich witziger, schlagfertiger, auch zum Teil böser Mensch. Und was ich wirklich vermisse ist, wir hatten ja täglich telefoniert und wir konnten uns so wahnsinnig gut empören über die Welt an sich und konnten so schön böse sein, auch gegen andere und so. Und heute ist ja alles so ein bisschen weichgespült und man muss sich immer so zusammenreißen und darf nicht mehr so viel sagen. Und mein Vater war sozusagen ein sehr guter Partner für all diese dreckigen Dinge, auch die man schön gerne sagt, aber eben, hat man ja heute nicht, eben mehr so nicht mehr so an der Öffentlichkeit darf. War dein Vater Fußballfan? Mein Vater war... Der war besessen, also sein Vater und auch sein Vater. Und wirklich die unbedeutendsten Spiele, es wurde alles geguckt. Und ging er war ein hochgebildeter Mann, aber wenn es um Fußball ging, dann wurde alles in den Schatten gestellt, was Wissen heißt. Ne? Da war er wieder. Heute bin ich ein Sympathisant, damals war ich ein Fan, das ging gar nicht anders, weil in meiner Klasse alle dahin gingen. Also wenn man irgendwie mit Menschen zusammen sein wollte, seines Alters, dann musste man da auch hingehen. Und damals war das ja noch, sind ja heute alle sehr gesittet, die singen Weihnachtslieder und so. Damals waren das ja Barbaren, also die Union-Fans. Es waren ja nicht nur Fußballspiele, zu denen man ging, das waren ja immer auch gleich politische Demonstrationen, die auch teilweise mit Zerstörung und da waren ja Menschen dabei, dem möchte man nicht bei Nacht begegnen. Ich kannte jemanden, der hatte sich einem Jagdmesser Union den Unterarm geritzt und die Lieder waren ja auch in der Regel nicht jugendfrei. Und mein Vater, ich habe meine Eltern kaum gesehen, weil die Bude war immer so verraucht, dass man durch den Nebel immer nur schemenhaft die Eltern gesehen hat, die dann vor diesen Fernsehern, diesen Röhrenfernsehern, das war ja nicht das, was man heute, diese kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, wo ja die Trikots so sein mussten, dass man die auseinanderhalten konnte. Ja, schwarz und weiß. Eine war schwarz und andere war weiß. Ne? Kickst du auf die Zigaretten, willst du hier hoch? Hast du die versteckt? Nee, ist da eine Raucherkneipe hier? Ja. Ja, aber ich rauche nicht viel. Also ich rauche jetzt animiert durch, ich weiß nicht was. Wahrscheinlich auch durch
kalt ausgeschlagen. Das ja, kann ja, genau. Auch sein, ja. Ne? Naja, ist es ja so, heute, jetzt können wir ja mal ein bisschen in die Gegenwart schweifen. Union hat es ja nun geschafft, mit einem grandiosen letzten Jahr eigentlich. Gut aufgestiegen, auch gut ins Leben gekommen in der ersten Liga, wo es ja wirklich schwer ist. Aber es ist doch unfassbar, dass das überhaupt je stattgefunden hat. Und du, wenn ich jetzt von 1980 in meiner Kindheit oder meiner Jugend zurückgehe, was das für eine Bude war mit den Kunden und Gammlern und... Dass die überhaupt, ich meine, dass die nicht geschlossen wurden. Also, dass das immer ein Auffangbecken war für alles, was gegen den Osten war, genau. Dass diese Mannschaft überhaupt noch da ist, ist ja schon erstaunlich. Na, man konnte die wahrscheinlich auch nicht weghauen, weil man musste ja irgendwo Leute, die nicht mehr in der Gnade von Herrn Wilke standen, musste man ja irgendwo hinschicken. Ist natürlich eine irre Geschichte. Ne? Und gerade wenn man das heute sieht, wir haben halt auch eine Masse hinter uns. Und ich höre das auch von anderen Fans, von anderen Supportern. Die kriegen Schiss, selbst wenn die bei denen sind. Wenn wir diesen Wechselgesang, Eisern Union, das ist so laut und man hört es wirklich auch. Aber lass uns mal reden über den Dortmunder Endgegner. Ach so, am Wochenende. Das können wir machen. Also über den Skandinavier, über den Wikinger. Was so, machen wir mit dem? Herr Holland, naja, ja. Also ich denke, dass Herr Schlotterbeck, der Superverteidiger, der wird den so aufs Korn nehmen. Für mich ist es so, dass wir nach Dortmund sowieso mit erhobenen Hauptes hinfahren. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte auch, dass wir da was abholen. Na, wer möchte das denn nicht? Ich glaube, dass auch unser Trainer, Herr Fischer, die Leute so einstimmen wird und extrem hart arbeiten wird, dass Union da was mitnimmt. Wäre doch schön. Andererseits sehe ich ihn ein bisschen wie den Bossgegner, als Rocky 3. Ach so. Endkampf. Wirkte aussichtslos, aber Wille gegen Kraft. Ja, so könnte ich das unterschreiben. Rocky gegen Dolph Lundgren ist Union gegen Dortmund. Ja, das passt doch. David gegen Goliath. Ja, aber wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Asterix und Obelix kommt auch wieder mit kleinen Mitteln. Und der Zaubertrank sind die Lieder. Ja, genau. Leander, ich habe da was vorbereitet. Wir tippen das Spiel. Erste FC Union gegen Borussia Dortmund. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir am Mittwoch noch ein Pokalspiel haben gegen Ferl, es ist eine Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen. Und deswegen tippen wir beide und immer Union zuerst, auch wenn wir in Dortmund spielen. Jürgi, Leander, guck mal, 2-1 Union, Leander, Jürgi 3-1. Und dann drehen wir das um, Pokalspiel. Union gegen Ferl, Union 3-0 bei Leander und Jürgi 7-1. Naja, muss ja ein bisschen was passieren. 7-1. Naja, warum nicht? Na, herrlich. Also du bist dem Theater weiter treu. Ja, du arbeitest jetzt nicht nur unsere Vergangenheit auf und meine ja mit. Ich werde nicht mehr so viel Theater machen, auf jeden Fall. Ich werde mehr an meiner Filmkarriere basteln. Mhm. Und ich habe so ein paar Sachen in der Pipeline. Ja. Ein Film, der heißt Helikoptereltern. Dann produziere ich einen Film, ein Remake von Willkommen bei den Stieß. Von einem Gutmenschen, politisch korrekten Menschen, der ins Erzgebirge geschickt wird und dort seine Vorurteile gegen den Osten ein bisschen korrigieren muss. Ach, wie schön. Und dann, weil ich jetzt eben gerade mache, ist die Stasi-Komödie eben von diesen Losern, die nicht viel Liebe in ihrem Leben erfahren haben und dann in der Künstler-Bohem recherchieren müssen und dort erfahren, was Liebe ist. Also der kommt im Oktober raus. Du hast zu tun. Ich habe gut zu tun. Es ist nicht so, dass die Leute bei mir anklopfen und sagen, willst du nicht einen Film machen, sondern ich muss mir das immer alles selber ausdenken. Und bei uns ist ja auch immer, nach dem Film ist vor dem Film. Aber denk bloß nicht, dass du dann immer alles zu einfach ist. Ist ja nicht so einfach. Du fängst immer von vorne an. Ja, ist nicht so, dass sie sagen, oh, Leander hat schon 10 oder 12 Filme gemacht, jetzt kriegt er halt die Geld. Gucken auch alle, die gucken auch alle rauf, was das Amage bringt. Immer die gleiche. Wisst ihr, und damals habe ich Hotel Lux gemacht, das waren 12 Millionen und das war ja ein Flop. Was ist mit der Qualität des Films? Ich fand den Film super. Ich fand den auch super und war aber eben 12 Millionen versenkt, kann man sagen. Und deswegen habe ich ja dann High Alarm am Müggelsee gemacht, weil ich musste irgendwas machen, weil mich keiner mehr gefragt hätte. Da kam dann mein Freund Sven Regner und dann haben wir das für uns zusammen ausgedacht. Das war eine wahnsinnig lustige Zeit, weil auch alle Schauspieler eben umsonst gearbeitet haben. Okay. Gagenrückstellung, wisst ihr? Ja, ja, das ist das, wo du nie, also wirklich, ich habe noch nie eine Gagenrückstellung gehabt und später dann die Gage nachgezahlt bekommen. Aber der Spaß hat überwogen. Gut, also ich biete mich an, Leander, wenn du irgendjemand brauchst, einen dreckigen Polizisten. Gar keine Frage. Hausmeister, Lude. Keine Frage, du bist drin. Kneiper. Oder auch Fußballer, du, von mir aus. Wirklich, sich so direkt zu bewerben, ohne jede Scham. Mach ich sehr, sehr gerne. Da bist du dabei. Na gut, also, ich hab da keine Angst. So, das war sehr, sehr schön mit dir. Ciao. Leander, Aloha, häng los. Ach, was? Mein Lieber, tschüss.